Ein ICE rauscht in den Abend. Und wer würde auf die Idee kommen, dass an dieser Stelle mal eine 13-jährige Zugpause herrschte und die Gleise um ein Haar für immer und ewig und unwiderruflich aus der Landschaft verschwunden wären? Wir blicken von einer Anhöhe bei Herleshausen hinab ins Werratal, durch das sich die grüne Grenze zwischen Hessen und Thüringen zieht. Die zweigleisige elektrifizierte Hauptbahn da unten ist die in Koproduktion von der kurhessischen Friedrich-Wilhelms-Nordbahn und der Thüringischen Eisenbahngesellschaft errichtete, 1849 eröffnete Strecke Bebra-Gerstungen-Eisenach. Teil solch bedeutender Magistralen wie Frankfurt-Berlin oder Ruhrpott-Kassel-Leipzig. An eben dieser Strecke schauen wir uns heute ein wenig genauer um, wobei ihre überaus spannende und teilweise reichlich grotesk klingende Historie im Vordergrund steht. Kramen wir zunächst in der Mottenkiste des Spätmittelalters. Ein Grenzverlauf in dieser Gegend ist seit dem 13. Jahrhundert überliefert. Heute sind es zwei Bundesländer, in der Vergangenheit waren es Herzog oder Fürstentümer, Staaten, Provinzen und so weiter, die meist ein Hessisch bzw. Thüringisch im Namen trugen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese 700 Jahre alte Grenze zur Demarkationslinie zwischen amerikanischer und sowjetischer Besatzungszone. Später zwischen Bundes- und betont demokratischer Republik, zwischen West- und Ostblock. Mittendurch verlief unsere Strecke und natürlich war sie auch im geteilten Deutschland unverzichtbar. Sämtliche Eisenbahnübergänge zwischen BRD und DDR hatten gemein, dass die Grenze die jeweilige Bahnlinie einmal schnitt und man drieben war. Mit einer Ausnahme. Zwischen Bebra und Eisenach wechselte der Schienenstrang gleich 5-mal von West nach Ost oder umgekehrt. Der Grenze von 1200 irgendwas sei Dank. Das erschien anfänglich als kein großes Problem. Es wurde jedoch eines, als die DDR 1952 ihre Abschottung gegenüber dem Klassenfeind forcierte und alles daran setzte, die Schlupflöcher in den Westen zu stopfen. Der mehrfache Sprung über die zunehmend hochgerüstete Grenze war diesem Ansinnen wenig dienlich. Die Situation stellte sich so dar, dass die von Bebra kommende Strecke östlich von Höhnebach auf 1,7 Kilometern über DDR-Territorium verlief, um anschließend wieder Bundesgebiet zu erreichen und nach weiteren 4,9 Kilometern erneut in die DDR einzutauchen. Hier lag der Bahnhof Gerstungen, der vor allem als Anschluss der Nebenbahn ins hessische Kali-Revier um Heringen bedeutsam war. Nach 7,6 Kilometern in der DDR wechselte die Strecke hinter Neustädt abermals in den Westen, um schließlich, kurz vor Warta, endgültig im Osten zu verschwinden. Auf jenem 7,1 Kilometer langen hessischen Abschnitt, der uns in diesem Film besonders interessieren soll, lagen die Bahnhöfe Wommen und Herleshausen, die während der deutschen Teilung eine spezielle Rolle spielten. Die Grenzabfertigung der Reisezüge erfolgte in Warta, die der Güterzüge in Gerstungen. Die Nahverkehrs- oder damals Personenzüge aus Richtung Bebra endeten seit Kriegsende am Haltepunkt Obersuhl und fuhren leer zum Wenden nach Gerstungen. Der Nahverkehr Gerstungen-Eisenach passierte die westdeutschen Stationen Wommen und Herleshausen ohne Halt und wurde 1952 auf Busbedienung umgestellt. Als Verwaltungsgrenze hatten die beteiligten Eisenbahndirektionen den Streckenkilometer 191,343 zwischen Obersuhl und Gerstungen vereinbart, womit auch die östlich davon gelegenen hessischen Betriebsstellen der Reichsbahn unterstanden. Neben zwei mechanischen Stellwerken in Wommen und drei in Herleshausen waren zwei Schrankenposten zu besetzen und auch Instandhaltungspersonal brauchte es. Daraus ergab sich die kuriose Situation, dass westdeutsche Eisenbahner in Diensten der ostdeutschen Reichsbahn den Betrieb regelten, der sich ab 1952 auf die Durchfahrten grenzüberschreitender Schnell- und Güterzüge beschränkte. Im Oktober 1955 rückte Herleshausen ins Rampenlicht, als die letzten deutschen Kriegsgefangenen im Rahmen der von Bundeskanzler Adenauer initiierten Heimkehr der 10.000 auf dem Bahnhof eintrafen. Nach der Ankunft des letzten Sonderzuges im Januar 1956 versank die Station in einem immer tieferen Dornröschenschlaf, aus dem sie erst 3,5 Dekaden später erwachen sollte. 1961 war nicht nur das Jahr des Mauerbaus,
Auch zwischen Bebra und Eisenach stand ein zukunftsweisendes Großprojekt an, das trotz seiner Irrwitzigkeit beeindruckt. Um endlich den gefährlichen Weg über Westgebiet zu umgehen, wurde eine 13,3 Kilometer lange Verbindungsspange zwischen Gerstungen und Förter an der Strecke Eisenach-Meiningen in die Landschaft geklotzt. Dabei scheuten die Verantwortlichen keinen Aufwand, denn für die Errichtung dieser sogenannten Trasse mit tiefen Einschnitten und hohen Dämmen wurden 5.700 Werktätige zusammengezogen, die mit rund 1.000 Fahrzeugen unter anderem 7 Millionen Kubikmeter Erdreich und Fels bewegten. Die Umgehungsbahn war fast so schnell gebaut, wie ich sie hier eingezeichnet habe. Binnen 6,5 Monaten, von Oktober 61 bis April 62. Das Ergebnis war eine Strecke, die auf der Karte harmlos wirkt, auf der betriebliche Probleme jedoch programmiert waren. Anstatt entspannt durchs Werra- und Hörseltal von Gerstungen nach Eisenach zu dampfen und dabei lediglich 2 Meter Höhenunterschied zu überwinden, mussten die Züge bis zu 20 promillige Steigungen erklimmen, um schließlich das 80 Meter höher als Gerstungen liegende Förter zu erreichen und in einem Gefälle von maximal 22,5 Promille wieder hinunter nach Eisenach zu rollen. Der Neubauabschnitt war eingleisig und erhielt einen mittig angeordneten Kreuzungsbahnhof namens Dietrichsberg. Im September 63 wechselte der gesamte grenzüberschreitende Verkehr auf die Trasse. Rund 50 Züge täglich gingen von nun an auf die beschwerliche Berg- und Talfahrt. In den Folgejahren wurde der Bahnhof Gerstungen zu einer Festung aufgerüstet, damit sich bloß kein DDR-Bürger versehentlich jenseits des antifaschistischen Schutzwalls wiederfand. Hier die Situation im Sommer 92. Die durchgehenden Hauptgleise links wurden zu lediglich von Osten erreichbaren Stumpfgleisen, in denen die von Eisenach kommenden Personenzüge endeten. Die leeren Bebraner-Züge durften nicht mehr zum Wenden über die Grenze, weshalb Obersuhl zum Bahnhof aufgewertet wurde. Als Ersatz für die wegfallende Kontrollstation Warta erhielt Gerstungen einen neuen Bahnsteig jenseits des Güterbahnhofs, an dem fortan die internationalen Reisezüge und ihre Insassen gefilzt wurden. In diesem Zusammenhang kam auch das Aus für den Personenverkehr in Warta. Auf der Nebenbahn nach Mila, deren Existenz ich euch bisher verheimlicht habe, endete er bereits 1962. Auf dem Schnippel zwischen Warta und Hörschel ein Jahr später, auf dem Reststück Hörschel-Eisenach schließlich 1976. Ein Wort noch zum Kali-Verkehr, der aus dem Heringer Revier im Transit über Gerstungen in den Westen lief. Auf dem DDR-Abschnitt kam es bis in die 60er Jahre wiederholt zu teils mehrjährigen Streckenunterbrechungen, sodass die Bundesbahn auf die Infrastruktur der Hersfelder Kreisbahn zwischen Heimbolzhausen und Bad Hersfeld zurückgreifen musste. Erst ein 1972 zwischen BRD und DDR geschlossener Staatsvertrag stellte die Kali-Abfuhr über Gerstungen dauerhaft sicher. Man sollte meinen, dass die alte Strecke durch das Werratal nach Inbetriebnahme der aufwendig trassierten Umfahrung entbehrlich war. Ein Irrtum, denn nun wurde die Geschichte dieser Verbindung um ihr wohl verrücktestes Kapitel ergänzt. Wenngleich fast der komplette Verkehr über Förta rollte, wurden alle Dienstposten auf dem hessischen Abschnitt weiterhin rund um die Uhr mit bundesrepublikanischen Reichsbahnern besetzt, zu deren Beschäftigung jeden Tag ein Güterzug pro Richtung unterwegs war. Sämtliche Anlagen aus der Vorkriegszeit blieben unverändert vorhanden, schön mit Kreuzungsweichen in den durchgehenden Hauptgleisen und wurden instand gehalten, sodass die Bahnhöfe Wommen und Herleshausen einen altertümlichen, aber gepflegten Eindruck vermittelten. Der erwähnte Staatsvertrag von 1972 gestattete der Reichsbahn die Nutzung der westdeutschen Teilstrecke, verpflichtete sie allerdings auch zu deren Unterhaltung. Zum 1. August 78 wurde der Betrieb offiziell vorübergehend eingestellt und alle bis auf 3 hier tätige Mitarbeiter entlassen. Anfang der 80er Jahre erfolgte beidseits die Unterbrechung der Gleise in Höhe der Grenzzäune, während der Rest der Strecke bei ungenauem Hinsehen die Illusion erweckte, es könne jederzeit ein Zug um die Kurve schießen. Mit Wirkung vom 1. Juli 88 verzichtete die Reichsbahn auf das Recht zur Durchführung von Eisenbahnverkehr auf der Herleshäuser Schiene, entledigte sich der verbliebenen Arbeitskräfte und überließ die Strecke der Bundesbahn.
Und weil sich dort glücklicherweise niemand fand, der sich mit der Entwidmung und dem Verkauf der Grundstücke befassen wollte, passierte gar nichts. Und ehe man sich versah, war der 9. November 89 gekommen. Auf einmal war alles anders und sofort klar, dass Gerstungen-Warteeisenach so schnell wie möglich wieder aufleben musste. Und schnell hieß seinerzeit schnell, wenn man bedenkt, was vor kaum mehr als 30 Jahren bei einem grenzüberschreitenden Projekt möglich war, wird einem schwindelig. Im Februar 90 wurde der Lückenschluss im Werratal beschlossen, im April begannen die Bauarbeiten. Ende September 91 ging die praktisch neu errichtete Strecke eingleisig und für Tempo 120 zugelassen in Betrieb. Ein Jahr später war die komplette Zweigleisigkeit wiederhergestellt. Faszinierend, wie flott das ging, wenn man berücksichtigt, was zu jener Zeit in unserem kleinen Land sonst noch alles geplant und gebaut wurde. Wenig später startete die Elektrifizierung, die zum Sommerfahrplan 95 abgeschlossen war. Ohne die heute üblichen Totalsperrungen, denn die völlig heruntergewirtschaftete Trasse über den Dietrichsberg stand für etwaige Umleitungen nicht mehr zur Verfügung und wurde im September 94 stillgelegt. Während der Bauphase stand auf dem Bahnhof Warta ein mobiles Relaisstellwerk aus Bundesbahnbeständen im Einsatz. Am 16. Juni 96 gingen elektronische Stellwerke in Gerstungen, Warta und Eisenach in Betrieb, womit die vollständige Wiederauferstehung der Werratalbahn abgeschlossen war. Seitdem flitzen die Züge mit bis zu 160 km/h zwischen Gerstungen und Eisenach hin und her und die Strecke präsentiert sich so. Mit dem Bahnhof Gerstungen, dessen durchgehende Hauptgleise längst wieder schnelle Durchfahrten zulassen und dessen ehemaliger Kontrollbahnsteig mit Photovoltaikanlagen überbaut wurde. Ohne den Bahnhof Wommen, der restlos beseitigt und zur freien Strecke wurde. Mit dem Haltepunkt Herleshausen, der seinen historischen Charakter bewahrt hat. Mit dem ehemaligen Grenz- und heutigen Überholungsbahnhof Warta, in dem noch gelegentlich Holzverladung stattfindet. Mit dem Haltepunkt Hörschel und dem Betriebsbahnhof Eisenach-Stettfeld, der den Anschluss zum Opel-Werk sichert, nachdem auch der benachbarte Haltepunkt benannt ist. Und zu guter Letzt mit dem umgekrempelten Bahnhof Eisenach, in dem ein in luftiger Höhe hängendes HL-Signal überlebt hat. ICE verschiedener Linien, die Mitte-Deutschland-Intercities und einzelne Flix-Trains durchbrausen den geschichtsträchtigen Abschnitt binnen weniger Minuten. Die Cantus-Verkehrsgesellschaft verbindet Bebra stündlich mit Eisenach und dazwischen mischen sich Güterzüge in, verglichen mit anderen deutschen Magistralen, überschaubare Anzahl. Eine Erwähnung wert ist die am Hang des Werratals verlaufende und stetig die Landschaft beschallende Autobahn 4, die ebenfalls auf eine ungewöhnliche Historie zurückblicken kann. Sie war bis 1943 weitgehend fertiggestellt, jedoch fehlte die Brücke über die Werra bei Warta, deren Realisierung kriegsbedingt unterblieb. Das durch die DDR führende Teilstück zwischen Obersuhl und der bis heute nur von und nach Osten nutzbaren Anschlussstelle Wommen musste nordwestlich umfahren werden und der ebenfalls stillgelegte Abschnitt Wommen-Herleshausen lag bis 1978 brach. Erst nach Eröffnung der 85 Meter hohen und 732 Meter langen Werratalbrücke sowie einer neuen Grenzübergangsstelle war die A4 Ende 1984 durchgehend befahrbar. Der frühere eiserne Vorhang ist in dieser Gegend weiterhin allgegenwärtig. An die deutsche Teilung erinnern solche Tafeln mit dem Zeitpunkt der jeweiligen Straßenfreigabe und jeder Ort, der etwas auf sich hält, gönnt sich informative Schaukästen, Sammlungen von Grenzexponaten oder ein kleines Museum. Etwa hier am Bahnkilometer 191,4 zwischen Obersuhl und Gerstungen, wo einst die Welten von Bundes- und Reichsbahn aufeinanderprallten. Viele Vertreter der jüngeren Generation haben keinen blassen Schimmer, welch seltsame Blüten die deutsch-deutsche Grenze hier trieb. Und da schließe ich mich ein. Denn als Wessi-Kind, das als 12-Jähriger den Mauerfall verschlief und erst am nächsten Morgen in der Schule davon erfuhr, hatte ich keine Berührungspunkte mit dem Leben auf der anderen Seite. Es war mir zwar schon als Knirps unverständlich, warum es zwei Deutschlands, aber nur ein Holland, Dänemark oder Österreich gab,
Allerdings kannte ich es ja auch nicht anders. So stand ich im Lauf der Jahre verwundert an der trennenden Elbe bei Hitzacker, in der Bernauer Straße in Berlin oder vor dem Grenzzaun auf der Rhön und malte mir aus, wie es wäre, durch das Dorf da drüben zu spazieren, in der Ostsee vor Rügen zu baden oder ein Heimspiel von Aktivist Brieske Senftenberg zu besuchen. Nun denn, die Mauer fiel. Meine Eltern und ich erkundeten die neuen Bundesländer mit ihren blinkenden Andreaskreuzen, der Platzierung in leeren Gaststätten und dem Geruch verbrannter Braunkohle. Meine Kontakte zu DDR-Bürgern hielten sich damals in Grenzen. Doch später habe ich viele Menschen aus dem Osten kennengelernt, die mein Leben bereichert haben und die ich sehr vermissen täte, wenn die Mauer noch immer stehen würde. Und mehr ist dazu nicht zu sagen. Wie immer gebührt euch, liebe Zuschauer, mein herzlicher Dank, dass ihr mich auf dieser Reise ins Werratal begleitet habt. Tschüss und bis zur nächsten Tour.